Hey girl, how are you doing? Guten Morgen. Es ist nicht morgen. Es ist nicht morgen. Let's just be real. Es ist nicht morgen. This is my breakfast. Es ist 14.11 Uhr. Das ist mein Frühstück, weil ich habe nichts im Kühlschrank. Nix, nix. So listen up. Ich habe viel zu berichten. Erstens, ich bin addicted to Twix. Und falls du mich kennst, weißt du, dass ich jahrelang gesagt habe, dass ich eigentlich nicht so ein Fan bin von so Twix, Snickers, von so den typischen Riegeln, die jeder liebt. Ich liebe Twix über alles. Ich esse so viele Twix, aber nicht die großen Twix, sondern ich habe alles im Bett. Ich habe die Chips im Bett, ich habe die Snacks im Bett, ich habe alles im Bett. Diese Mini-Twix sind, ich bin addicted. I fucking love Twix und ich muss ganz ehrlich sagen, schaut's auch mal an. Mini-Twixies! Alles Mini ist super. Alles, give me everything in Mini. Maybe not everything. Ich weiß nicht, ob du diesen Instagram-Kanal kennst. Der heißt Tiny Kitchen. Leute, my guilty pleasure. Ich schwöre dir, the endorphins, die es mir gibt, wenn ich das anschaue, ich glaube, ich habe ein Problem. Anyways, Twix, obsessed. Dieses Karamell. Okay, die zweite Sache. Meine Haut ist schon wieder ein Desaster. Okay, ich weiß nicht, ob du siehst. Ich habe heute Make-up draufgegeben, aber ich habe gestern all meine Pickel ausgedrückt. Yay me. Ich weiß, das macht man nicht, aber to be honest, ich glaube, das ist so eine Myth, weil wohin geht der Pickel, wenn du ihn nicht ausdrückst? Ha? Huh? Erklär's mir. Wohin geht er? Er bleibt im Körper. Das kann mir niemand erklären, dass wenn du die Pickel nicht ausdrückst, dass es besser ist. Das kannst du mir nicht erklären. Weil jetzt mal ganz auf ehrlich, tell me where the fuck the pickle geht. Where the fuck is the pickle going? The pickle. To be honest, wohin geht der Pickel? Er bleibt im Körper. So I'm not fucking doing that, okay? I am gonna pop my pimples till I die. Jessica, wohin geht der Pickel, wenn ich ihn nicht ausdrücke? Ha? Wohin geht er? Und warum ich gerade Jessica gesagt habe, ist, weil gestern hat mein Acting Coach mich Jessica genannt und ich war so, are we good? So, lass mich kurz ein Wasser trinken. Weil jetzt geht's los. Okay. Das sind meine Nachbarn. Sie staubsaugen gerade. Das Ding ist, mein Nachbar, ich habe ihn jetzt kennengelernt, das ist so ein älterer Mann, er ist so nett, er ist wirklich so lieb, er hat urden süßen Hund, nur alle seine Enkelkinder und alle, seine ganze Familie, seine ganzen Freunde sind immer da und ich sage euch, ich habe letztens so, ich würde sagen, 4 ältere Damen hochgehen sehen und ich war so, ich glaube, dass die da Orgien machen, ich weiß, es tut mir leid, man hört's, aber er soll sich gönnen, weißt du, was ich meine, so, you go. Die nächste Sache, die ich zu berichten habe, ist, ich liebe Jalapenos ein bisschen zu sehr, weil ich kann manche Sachen jetzt nicht mehr schmecken und nein, ich habe kein Corona, so meine ich es nicht. Sondern ich habe so viel Jalapenos und Hot Sauce und bei Taco Bell die Diabolo Sauce und die Hot Sauce, diese Fire Sauce. Ich habe mir nur die Fire Sauces so mitgenommen nach Hause. Ich kann es euch dann im Kühlschrank zeigen, I'm not lying. Weil ich gebe die auf alles drauf. Auf Eier, auf Bagels, auf Burritos. Okay, was wir bis jetzt geklärt haben. I'm obsessed with Twix. Ich liebe scharfes Essen. Und ich habe gestern meine Pickel ausgedrückt. Kommen wir ganz kurz zum dritten Thema zurück. Ich habe wirklich versucht, meine Pickel nicht anzugreifen. Okay, ich habe eine Woche gar nicht an meinem Gesicht gedrückt. Falls es dich interessiert. Ich habe angefangen, Retinol zu verwenden. Und anscheinend, Retinol ist so für Scarring. Ich kenne mich eigentlich eh nicht aus, was Retinol ist. Ich sag's dir ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was Retinol ist. Nur jeder sagt so, verwend Retinol und so. Und deswegen habe ich angefangen, halt es zu verwenden. Und da solltest du halt nicht so offene Haut haben. Und wenn du deine Pickel ausdrückst, dann hast du halt ein bisschen offene Haut. Und ja, das war mein Update. Wollte ich noch was sagen? Nein, ich habe angefangen, Retinol zu verwenden. So, die nächste Sache. Meine Augenbrauen gehen mir extrem am Arsch. So, ich erzähle jetzt mal was. Ich liebe mich und ich liebe meinen Körper und ich liebe, wie ich ausschaue. Nur meine Augenbrauen, I fucking hate them. Und nicht diese Augenbraue, sondern diese Augenbraue. Weil wenn du mein Gesicht so anschaust, oh my god, model, fuck me. Hallo! This is what I mean. This side of my face. Du wirst doch, if you look on Instagram, ich kann dir eigentlich garantieren, dass ich meistens diese Seite von meinem Gesicht zeige und nicht die da. Nicht, dass ich diese Seite nicht mag. Schau, wie ich gerade rede. Ich mag diese Seite nicht. Nein, ich liebe diese Seite auch, verstehe mich nicht falsch. Nur diese Augenbraue ist ein bisschen nicht so cool wie die da. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich glaube,
So, jetzt kommt Secret Time. Ich glaube, dass ich hier meine Muskeln im Gesicht verwende und hier nicht. Das ist, glaube ich, meine Einschätzung. Anyways, meine Augenbrauen. It's a love-hate relationship, okay? Wenn man ganz genau schaut, und ich kann es dir jetzt schwierig zeigen, ich habe da so Härchen, die halt jetzt immer mehr und mehr werden. Und ich bin jetzt am Überlegen, ob ich anfange, sie zu zupfen. Aber ganz ehrlich, die Mutter von einer Freundin von mir hat mir mal die Augenbrauen gezupft vor so, ich glaube, 7 Jahren. Und ich habe angefangen, profusely to cry. Und es hat so weh getan. Deswegen, wir werden es eh gemeinsam machen, wenn ich es mache. Maybe machen wir es heute. Weil ich habe mir eine Pinzette gekauft. Ich weiß, so adulting. Ich habe mir noch nie eine Pinzette gehabt in meinem ganzen Leben. Aber ich war so, ich kaufe mir eine Pinzette. Und jetzt, ja. Okay, das waren meine Updates. Jetzt weißt du, was abgeht in meinem Leben. Nächstes Update. Du denkst dir gerade so, Steffi, why the fuck trägst du ein Pullover? Es hat heute 31 Grad draußen, okay? Die Sonne scheint, blauer Himmel. Schaut euch das an. Der blaue Himmel. Es ist so beautiful. Aber Miss Stephanie trägt ein Pullover, weil sie hat die Wohnung gekühlt auf 16 Grad. Deswegen ist es hier arschkalt and I love it. Kommt nach L.A., will nicht rausgehen. Nein, Spaß. Wir gehen raus heute, weil du hast den Titel von diesem Video gesehen, oder? Also, bevor du denkst, dass ich fucking crazy bin, okay? Let me explain. Setzen wir uns raus mit dem Pullover. Okay, also, wenn du den Titel von diesem Video gesehen hast, wirst du dir jetzt so denken, so $80 für ein Sandwich. Es ist unnormal. Es ist wirklich, wirklich, wirklich unnormal und ich würde mir das auch nicht, glaube ich, nochmal kaufen. Nur ich war so, ich habe es gesehen auf TikTok und ich habe gesehen, wie es ausgeschaut hat. Und es hat Kaviar drinnen und ich war so, okay, wir machen es gemeinsam. Wir werden es einmal testen. Ich will es testen. Ich weiß, es schmerzt, aber weißt du was? Wir machen es gemeinsam. Ich fühle mich manchmal so in L.A., als wäre ich im Dschungel. Also, falls du hier bist seit dem Anfang, dann weißt du, dass ich früher Hype-Food-Taste-Testing-Videos gemacht habe. Okay, okay. Guys, it smells so freaking good. I'm not gonna try it yet until we're in the car. Und ich bringe sie wieder zurück. This is a little tease of what's to come. Und es ist ein $80 fucking Sandwich. Ich dachte mir, ich bringe die Hype Food Taste Testings zurück. Und ich dachte mir, wir teasen rein. Oder wir hauen uns rein, so. Mit einem $80 Sandwich. Dieses $80 Sandwich gibt es in einem Lokal, das heißt The Daybird in L.A. Und es ist ein Fried Cod Yuzu Caviar Tartar Sauce Sandwich. Und warum es $80 kostet, ist, weil Kaviar drin ist in dieser Tartar Sauce. Und I'm super excited, weil Kaviar. Ja, anyways. I'm so fucking excited. Let's go. Ich will nichts hören. Ich will nichts hören, dass ich hier $80 für ein Sandwich ausgebe, weil ich mach's für dich. Okay. Spaß. Ich muss ganz ehrlich sagen, I'm not ashamed. Ich würde viel machen für Essen. So, I'm not ashamed of it. So, die Frage ist jetzt, was ich anziehe. Because ich kann kein Hoodie tragen, aber ich hole es auch nur ab. Weißt du, was ich meine? Und dann bin ich wieder in meiner kalten Wohnung. Ich will in meinem Hoodie bleiben. Ich überlege jetzt, was ich mache. Diese Hose, eine weiße Hose, die könnte ich anziehen. By the way, schaut noch immer aesthetic aus. Don't worry about it. Okay, makes no difference. Ich habe mir einfach eine weiße Hose angezogen. Wenn ich schwitze, it's for the drip. I don't care. Ich habe mir jetzt ein Uber bestellt, weil ich kriege mein Auto erst wieder am Sonntag. Also, ich habe gerade gegoogelt, man kann das Sandwich nur im Lokal essen, was ich eine starke Frechheit finde. Okay, deswegen, ich nehme dich mit. Und anscheinend gibt es nur limited quantities. Maybe haben wir die Arschkarte gezogen. Falls ja, dann sehen wir uns morgen. Und ich mache es morgen wieder. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, sie haben es. Ich bin guter Hoffnungen. Let's move it. Es ist so fucking heiß. Whatever. Hi for Stephanie. Good and you? Thank you. You'll get 5 for me. Bye. Hi. I'm here for the $80 sandwich. Do you have it? Yeah, we do. The fish sandwich, right? Yeah. Okay. Thank you. Gonna be
so good. Okay, Leute, I got the goods. Da ist das Lokal mit dem gelben Hühnchen. Okay. Es schaut gestört aus. Leute, Leute, Leute. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Das ist das Sandwich. Da ist die Soße mit dem Kaviar. Da ist auch der Kaviar. Das ist der Daybird Kaviar. Also frittierter Fisch mit Käse und dann dieser Kaviar-Yuzu-Soße. Ich hoffe, ihr hört es mich. Und dann so einen Brioche-Bun. It looks incredible. Dann habe ich mir auch ein Cola genommen. Warte. Ich sag's euch ganz ehrlich, ich würde mir das jetzt am Boden fliegen. Ich würde es trotzdem essen. Ich weiß nicht, ob das schlimm ist, aber mir ist so scheißegal. Ich war so immer dieses Kind, oder was heißt Kind? Ich bin so der Mensch, so wenn mir Essen am Boden fliegt, so es ist egal, ich esse es trotzdem. I don't care. Also, are you ready for this? Leute, ich zitter richtig, ich bin gar nicht ready. Und falls du dir gerade so denkst, Steffi, ist dir heiß? Ja, mir ist heiß. Oh my fuck, oh my god, bro. Leute, das ist so geil. Oh mein Gott, schaut das geil aus. Das ist jetzt so ein richtiger Bite, den nehme ich jetzt. Oh mein fuck, Leute. Erstens habe ich gerade meine Golden Goose hingemacht. Chillig, chillig. Mein Schuh. Leute, es ist so geil. Also schaut's her. $80. Es ist ein Kaviar. Du kannst Kaviar auf ein Garbage Can draufgeben und jeder wird sagen, 100 Euro. Es ist so, das Sandwich an sich mit dieser Soße schmeckt einfach incredible. So, jetzt sind die Schuhe hin. Scheiße. Ohne Spaß, das Sandwich ist eine 10 von 10. Eine 10 von 10. Also jetzt abgesehen davon, dass ich $80 dafür gezahlt habe, es ist eine 10 von 10. Und noch dazu, ohne Spaß, jedes Lokal, das mir so mein Getränk serviert, 10 von 10. Ich schon mal Pluspunkte. Es ist einfach so viel geiler, ein Getränk zu kriegen in einem Becher mit einem Strohhalm. I'm a happy girl. I am a happy girl. Und schau mal, wie juicy das ist. Okay, ich bestelle mir jetzt ein Uber und wir essen den Rest zu Hause. Okay, wait a minute. Okay, ich sitze jetzt da. Bin nach Hause gekommen. Ich habe das Sandwich. Da oben ist der ganze Kaviar. Und das Sandwich. Oh. Es schaut vielleicht nicht gut aus, aber also schaut's her. Ich weiß nicht, wie viele gehört habt von mir, als ich dort gesessen bin. Aber der Grund, warum das so viel kostet, ist logischerweise der Kaviar. So, ich glaube, ihre normalen Sandwiches kosten so $10. Aber es ist natürlich, wenn du Kaviar drauf gibst auf ein Stück Scheiße, wird es wahrscheinlich sich increasen vom Preis auf 20 Euro. Aber es ist wirklich, es schmeckt, es ist eine 10 von 10. Das Sandwich ist eine 10 von 10. Würde man den Kaviar wegnehmen, glaube ich, wäre es auch eine 10 von 10. Der Kaviar macht es schon eine Spur besser und eine Spur salziger, aber okay, es macht es eigentlich so gut. Wirklich ehrlich, Leute. Mmh. Es ist wirklich so gut. Wirklich, wirklich, ehrlich. Und du weißt, falls du meine Hype Food Taste Testing Videos angeschaut hast, dass ich, wenn mir etwas nicht schmeckt, ich es auch wirklich sage. Ich würde sogar behaupten, es ist das beste Sandwich, das ich je hatte. Diese Soße. Mmh. Mmh, mmh. By the way, ich will nur ganz kurz sagen. Ich habe vergessen, was ich sagen will. Ich wollte es euch nicht sagen im Auto. Als ich ins Uber gestiegen bin, am Weg zu Daybird, hat mich mein Uberfahrer so komisch angeschaut, während ich zu ihm hingegangen bin. Und ich war so, irgendwie spüre ich so das Lüftchen so da unten. Und dann ungelogen, ich schwöre es dir, mein ganzer Zipper war offen und ich bin eigentlich direkt zu ihm hingegangen mit einer offenen Hose. Alter, Bruder, meine Hose. Dann wollte ich euch es nicht im Auto sagen, weil er konnte Deutsch. Und ich war so, wie fucking peinlich ist das gerade hier. Soll ich ein bisschen spicy Soße drauf geben? I'm out. Mm.